so ein bisschen Hahn im Korb, oder? Gerade zumindest. Gerade zumindest. Mögen Sie das? Ja. Manchmal schon. Wir haben uns eigentlich mehr mit anderen Dingen beschäftigt als mit dem Studium. Hatte sehr starke Schmerzen durch die Bestrahlung. Da machen aber jetzt all die Menschen, die Ihnen den Weg schwer gemacht haben, große auch, vermute ich mal, oder was? Wenn die noch leben, ja. Heute treffen wir Stefan Messer, Kopf der Messer Group und vierfacher Vater. Vor 120 Jahren in einer kleinen Werkstatt gestartet, agiert Messer heute weltweit, produziert und vertreibt Industriegase. Über Höhen und Tiefen auf dem Weg zur Weltspitze sprechen wir mit dem Enkel des Firmengründers. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Da sind wir. Guten Morgen, Hallo, Messer. Frau Degemann. Ich grüße Sie. Freut mich. Ich freue mich, dass Sie uns heute die Gelegenheit geben, den Menschen Stefan Messer mal ein bisschen persönlich kennenzulernen. Wir starten hier in Ihrem Büro. Mhm. Das ist also das Büro eines Mannes, von dem wir, glaube ich, alle noch ein bisschen was lernen können. Sehen Sie das auch so? Sie haben ja schon einige steinige Wege beschritten in Ihrem Leben, privat. Das ist richtig, ja. Man kann immer im Leben lernen. Aber ob Sie was von mir lernen können, weiß ich nicht. Was würden Sie denn sagen, so ganz kurz, was ist die größte Lektion, die Sie lernen mussten in Ihrem Leben? Ja, die größte Lektion war, wir waren ja in einem Verhältnis mit Höchst, in einer Partnerschaft über 38 Jahre. Und diese Situation zu lösen, das war also sehr schwierig. Und da habe ich 10 sehr schwierige Jahre gehabt und sehr viel gelernt dabei. Mhm. Ja, Herr Messer, darüber reden wir gerne gleich weiter. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich würde sagen, dann gucken wir uns jetzt erstmal hier an, wie Sie in Bad Sodem wirken und werken. Sehr gerne. Ja, wir starten jetzt im Zeittunnel. Das ist sozusagen der Eingang in das Museum hier bei Ihnen, beim Messer. Mhm. Sie sind ja der Kopf des größten Familienunternehmens in der Branche. Dabei hat alles ja relativ klein angefangen, nämlich in der Garage Ihres Großvaters. Ne? Ja. Der hat 1868 diese Garage gegründet für den Bau von Acetylenleuchten. Was glauben Sie, was würde der sagen, wenn der mitkriegen würde, was Sie quasi aus seiner Garage gemacht haben? Ach, der würde wahrscheinlich sehr stolz sein, dass aus seinen ersten Produkten sich so viel entwickelt hat. Und dafür ist natürlich auch Stefan Messers Vater mitverantwortlich. In den 60er Jahren hat er durch eine Partnerschaft mit Höchst Messer Griesheim entwickelt. Wussten Sie damals schon, das, was der Papa macht, möchte ich auch machen? Damals noch nicht, aber wie Sie dann hier in der Folge sehen werden, war ich schon als Kind eigentlich immer dabei. Mein Vater hat mich zu vielen Anlässen mitgenommen. Hier zum Beispiel, als der Ted Kennedy bei uns das Werk besucht hatte in Frankfurt in der Hanauer Landstraße, war ich also auch schon dabei. Aber Sie sind jetzt nicht so den klassischen Weg gegangen, den man von so einem Konzernchef erwartet. Sie haben zum Beispiel Ihr Studium abgebrochen, Betriebswirtschaftslehre. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, ich war zusammen mit meinem Bruder in Mannheim. Und wir haben uns eigentlich mehr mit anderen Dingen beschäftigt als mit dem Studium. Wir haben einen Musikverlag gehabt, wir haben Tonaufnahmen gemacht. In der Küche hatten wir ein Fotolabor, haben Bilder entwickelt und das alles hat mich mehr interessiert als das Studium, weil ich wollte gerne selbst irgendwas aufbauen, selbst gestalterisch sein. Und wir haben das allerdings dann irgendwann abgebrochen. Mein Bruder hat dann eine andere Laufbahn angetreten. Ich habe dann noch eine Ausbildung bei IBM gemacht, war dann auch 3 Jahre bei IBM in München und bin dann 1979 hier zu Messer gekommen. Und 20 Jahre später dann in die Geschäftsführung, nachdem Ihr Vater verstorben ist. Genau. Und dann wurde es ja ein bisschen ungemütlich für Sie. Ne? Da gab es dann einen familienfremden Manager, der Ihnen das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Was ist da passiert? Was haben Sie da erlebt? Das war eine sehr unangenehme Zeit, weil dieser Manager im Auftrag von Höchst das Unternehmen weiter ausbauen sollte, um es dann teuer zu verkaufen, ohne die Interessen der Familie zu berücksichtigen. Aber was war denn zu dieser Zeit so Ihr Antrieb? Sie hätten ja auch sagen können, das ist mir zu viel, ich nehme meinen Hut und gehe. Ich wollte das einfach für die Familie erhalten und das war auch der Auftrag meines Vaters, dafür zu sorgen, dass eben dieses Vermögen in der Familie erhalten wird. Und dann kam das Jahr 99, 2000, da stand Höchst kurz vor dem Konkurs, wurde verkauft und dann war der Plan, es mit Finanzinvestoren zu sanieren und da kam dann quasi Ihre Zeit, ne? In Absprache mit den Finanzinvestoren haben wir unsere 3 größten Landesgesellschaften damals verkauft. Mit dem Geld konnten wir dann praktisch die Altschulden
weitestgehend tilgen, nicht komplett. Wir konnten den Kaufpreis finanzieren, sodass das Unternehmen dann eigentlich dann mehr in den Händen meiner Familie lag. Das endete ja dann darin, dass Sie Ihre Anteile zurückgekauft haben. Aber was war das für ein Gefühl? 2004, die Unterschrift ist quasi gesetzt, das Familienunternehmen ist wieder unseres. Mit was hat Sie das erfüllt? War das Stolz oder? Das war auf der einen Seite Stolz, auch natürlich. Und auf der anderen Seite, nachdem ich 10 Jahre sehr schlecht und mies behandelt wurde von den Partnern, war das für mich eine Genugtuung zu zeigen, dass wir jetzt wieder selbstständig und unabhängig sind. Von außen betrachtet sieht es ja so aus, als würden Sie immer so ein bisschen ungewöhnlicher vorgehen oder anders vorgehen, als man es vielleicht von Ihnen erwartet. Jetzt schauen Sie wieder in eine neue Zukunft mit Linde. Was ist da Ihre Vision? Ja, mit Linde, das war die einmalige Chance, weil Linde fusioniert mit Praxair und weil beide Unternehmen relativ groß sind, mussten die natürlich sehr viel abgeben. Das hat uns natürlich auch interessiert, weil das ist eine einmalige Chance, die gibt es nur einmal im Leben. Und deshalb haben wir dort auch angeboten, zusammen mit einem Finanzpartner. Und wir haben dann am Ende den Amerika-Teil bekommen, der Europa-Teil ging an Japaner. Die haben sehr viel bezahlt dafür, aber wir haben dafür das Geschäft in Amerika, in USA, Kanada, Brasilien, Kolumbien und Chile bekommen. Ja, Herr Messer, das Gebäude hier wurde ja 2010 gebaut, alles sehr durchdacht, so wirkt das jedenfalls auf mich. Inwieweit sind denn Ihre eigenen Ideen da eingeflossen? Ja, sehr weitgehend. Ich habe das zusammen mit einem befreundeten Architekt konzipiert. Wie Sie sich denken können, Gase kann man schlecht zeigen, aber hier zeigen wir eben, wie man die Gase herstellt und vor allen Dingen, wie man sie anwendet. Und hier sehen Sie eine Luftzerlegungsanlage aus dem Jahr 1958. Solche Anlagen hat mein Großvater damals in Frankfurt in Eigenregie konzipiert und gebaut und weltweit verkauft. Anlagen verkaufen, das ist also zwar ein spannendes Geschäft, aber nicht so kontinuierlich, weil die Anlagen eine sehr lange Lebensdauer haben. Und dann kann man Ersatzteile noch verkaufen, aber Neuanlagen verkaufen, da ist man sehr konjunkturabhängig. Und deshalb wollte mein Vater eigentlich in das Gasegeschäft, also in den Betrieb der Anlagen, um die Gase zu erzeugen und zu vertreiben, weil das ein wiederkehrendes Geschäft ist. Jetzt ist ja einer der nächsten Pläne sozusagen, dass Ihr Sohn in die Geschäftsführung wechseln wird. Bei dem besten Vater-Sohn-Verhältnis kann ich mir vorstellen, dass er da auch auf dem Vormarsch sein wird. Lassen Sie ihn da laufen oder sagen Sie, Zügel anziehen, ich rede noch ein bisschen mit? Nein, natürlich lasse ich ihn da laufen. Er hat auch sehr gute Ideen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass er das zum Wohle des Unternehmens auch in Zukunft machen wird. Ja, wenn wir Ihren Sohn gleich noch kennenlernen, würde ich mich freuen. Dann fragen wir ihn mal, wie er das sieht. Ne? Ja. Dankeschön. Ja, Herr Messer, jetzt haben wir die schöne Gelegenheit, können tatsächlich nochmal mit der vierten Generation sprechen. Ihr Sohn Marcel ist bei uns. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wo sehen Sie denn die Zukunft des Unternehmens? Also ich bin vor einem Jahr eingestiegen und zu einer sehr spannenden Zeit. Wir haben ja jetzt neue Aktivitäten in Amerika gekauft. In den nächsten Jahren sehe ich da auch hauptsächlich meine Aufgabe, diese Aktivitäten zu integrieren in eine große Messer Group, die dann wieder unter der alleinigen Leitung der Familie Messer sein soll. Gibt es irgendwas, was Sie sich von Ihrem Vater abgucken oder kommen Sie nur mit frischem Wind? Beides. Ich gucke mir auf jeden Fall was ab. Was mich sehr beeindruckt bei meinem Vater ist, dass er ja wirklich sehr viel vor Ort ist, bei allen unseren Standorten, dadurch fast jeden Mitarbeiter kennt, direkt auf ihn zugeht, sehr nahen Kontakt pflegt zu allen Mitarbeitern und davor habe ich großen Respekt. Großen Respekt hatte auch Stefan Messers Schwiegersohn, als er 2014 in das Familienunternehmen eingetreten ist. Müssen Sie sich etwa mehr anstrengen, weil Sie für Ihren Schwiegervater arbeiten? Ja, ja, yes, da ist yes. Was dran.
For the yes, of course, for Stefan, that's something. But also, aber wir reden jetzt auch schon über die vierte und fünfte Generation. Die Zukunft ist immer noch Stefan, aber ich hoffe, dass auch unsere Kinder Teil des Familienunternehmens werden. The next generation, our kids, I hope they will be able to also be part of this story. So, yeah. Thank you very much. Ich habe mich ja sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass Sie die Zusage gemacht haben, dass wir hier zu Ihnen kommen dürfen. Und deswegen habe ich natürlich auch ein kleines Geschenk für Sie mitgebracht. Aha. Vielleicht, ja, das sind Socken für die ganze Familie. Ja, schon also gesehen. Für ja. Sie, Ihre Frau. Und ja. Dann haben Sie ja noch mal vor 3 Jahren Zwillinge bekommen. Genau. Ne? Also ja. Man hat mir gesagt, Sie stehen auf Family Look. Ist das richtig? Ja, das ist ja, richtig. Warum ist Ihnen daran so gelegen? Was mögen Sie daran? Das ist eigentlich mehr so ein Gag von meiner Frau. Sie möchte eigentlich immer, dass wir im Family-Look zu ja, Partys oder Veranstaltungen okay. gehen. Ja. Wie bewerten Sie denn die Herausforderung jetzt, nachdem Sie die beiden anderen Kinder groß haben, nochmal Zwillinge nachgelegt zu haben? Ja, das ist nochmal eine große Herausforderung, aber ich habe schon gemerkt, dass ich die kleinen Kinder jetzt öfter sehen kann als die großen Kinder. Weil bei den großen Kindern war ich ja in dieser schwierigen Situation auch im Unternehmen. Und deshalb konnte ich die eigentlich nicht so oft sehen, wie ich jetzt meine kleineren Kinder sehe. Hm. Und die sind natürlich sehr lebhaft. Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Hm. Also da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Aber auf der anderen Seite hält das einen auch sehr jung. Sie hatten ja auch privat leider ein paar schwierige Zeiten. Ja. Sie haben mir erlaubt, dass ich darüber reden darf. Ja. Auch eine Situation erlebt, die dann im Prinzip die ganze Familie betrifft. Sie sind ziemlich schwer erkrankt. Das war 2008, da haben Sie Zungenkrebs bekommen. Was war denn da damals Ihr erster Gedanke, als Sie das erfahren haben? Ich habe das eigentlich nur herausgefunden im Urlaub, nachdem ich da so starke Schmerzen bekommen hatte. Durch eine Ärztin, die auch im Urlaub war und die mir dann gesagt hat, ich hatte Krebs. Hm. Die Ärzte, bei denen ich vorher in Behandlung war, die haben das sehr verharmlost alles und mich nicht darauf hingewiesen, dass es vielleicht Krebs sein könnte. Und das war dann schon im fortgeschrittenen Stadium, sodass ich dann relativ schnell ins Krankenhaus musste. Ich hatte sehr starke Schmerzen durch die Bestrahlung und konnte ja auch nicht mehr essen. Ich hatte eine künstliche Ernährung, fast 8 Monate. Mhm. Und das war alles sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite hatte ich dann natürlich dann auch viel Zeit, um über mein Leben nachzudenken. Würden Sie sich als Stehaufmännchen bezeichnen? Das ist ja so ein Begriff. Mehr oder weniger, ja. Familie ist Ihnen wichtig, haben wir mitbekommen. Da haben wir jetzt auch noch was vor, ne? Genau. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Stefan Messers Schwägerin hat nämlich heute Geburtstag. Dafür brauchen wir ein Geschenk. Der Unternehmer führt mich in die Weinhandlung seines Vertrauens. Zum Wohl. Prost, zum Wohl. Zum Wohl. Sie kennen sich ja jetzt schon ein bisschen. Ist der Herr Messer ein kritischer Kunde? Das heißt, wenn er hat sehr gute Zunge. Obwohl sie mal kaputt war, ja. Er hat auch viel Erfahrung. Er messe Reisen weltweit in die beste Hotel. Es wird die beste Weine serviert, das beste Essen. Es ist normal, dass Herr Messe ein besonderer Kunde ist. Sie sind stolz darauf, ihn als Kunde. Ja, wunderbar. Sehr. Was ist mit dem Vorschlag, den wir heute hier bekommen haben? Entspricht der so Ihren Vorstellungen? Ja, sehr gut. Ja? Ja. Die müssen wir jetzt mal ein Stück Käse probieren. Okay. Der ist nämlich auch gut. Welchen Stellenwert hat denn so das Genießen in Ihrem Leben, Herr Messer? Aber ich esse gerne gut, aber durch meine Operation damals, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, habe ich natürlich ein bisschen den Geschmack verloren. Mhm. Aber es geht immer noch. Also obwohl die mir ja ein ganzes Stück Zunge rausgeschnitten haben und ich dort ein Transplantat habe, kann ich auf der rechten Seite noch sehr gut schmecken. Mhm. Das wäre also ganz schlecht, wenn das gar nicht mehr gehen. Vor allen Dingen haben Sie Ihren Lebensmut behalten und Ihr Lachen nicht verloren. Genau, das, genau, darauf trinke ich nochmal. Zum Wohl. Auf die Gesundheit. Genau. Auf die Gesundheit. Ein Geschenk ist gefunden. Damit geht es jetzt zu Stefan Messers Frau. Mit ihm zusammen hat sie direkt um die Ecke eine Boutique. Und im selben Haus führt die Schwägerin ein Thai-Spa.
Das ist meine Frau Jensira. Hello, nice to meet you. Meine Schwägerin Ten. Nice to meet you. It's your birthday today, so happy birthday. Ja, danke schön. Happy birthday. Arbeiten Sie gerne mit Ihrem Mann zusammen oder sind Sie manchmal unterschiedlicher Meinung? Ja, wir sind sehr gegensätzlich, aber wir lernen viel voneinander mit viel Geduld. Zusammen sind wir ein sehr gutes Team. Ich nenne ihn Mr. 1000 Hände. Er schafft es, viele Sachen zur gleichen Zeit zu machen. Das haben Sie jetzt nicht zum ersten Mal gehört, aber geht das nicht noch ein bisschen ins Herz? Ich freue mich, dass sie so glücklich ist. Ja. Eine Frage habe ich aber noch. Sie haben sich ja viel, viel ermöglicht in Ihrem Leben. Gibt es noch irgendeinen Traum, den Sie haben oder etwas, was Sie sich gerne erfüllen möchten? Naja, mein Traum ist natürlich, in der Firma die beiden Unternehmen irgendwann wieder zusammenzuführen, unter ein Dach zu stellen und meinen Sohn dann in die richtige Position zu bringen. Das ist eins der Hauptaufgaben, die ich mir noch vorhabe. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich sehen, dass unsere beiden kleinen Jungs, die Zwillinge, eine gute Ausbildung bekommen und dann irgendwann auch noch in die Fußstapfen dann von mir und von meinem Sohn, großen Sohn, treten. Dafür wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Unser Tag ist jetzt leider schon wieder zu Ende. Es hat mir großen Spaß gemacht mit Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, dass Sie so offen aus Ihrem Leben erzählt haben und wir auch Ihre Familie kennenlernen durften. Alles, alles Gute für die Zukunft. Sehr gerne. Ja, beruflich wie privat. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Ja? Ja, vielen Dank auch, dass Sie hier waren und kommen Sie uns wieder besuchen. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Okay. Alles Gute. Danke. Bye, bye. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Keine Folge von Einladung angenommen verpassen? Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Aber ich kann ja mal einen Film machen. Ja, ja, genau, das auch noch. Ja, gute Idee. Das geht aber schwer aus. Sie haben schon Schwierigeres in Ihrem Leben bewältigt, glaube ich. Der Gianni, mein Schwager, ja. Der kommt auch mehr gerne. Er sagt immer, wenn er ein Glas Rotwein trinkt, very good feeling. Ja. Happy birthday!